Hier wollte ich euch einmal zeigen, was ich gemacht habe, damit an einem Kellerfenster das Regenwasser nicht durch das Fenster reinlaufen kann. Ihr seht hier, dass das Kellerfenster bodengleich ist von der Höhe her. So, was habe ich denn jetzt da gemacht? Ich habe diese Fläche etwas ausgekoffert, ungefähr 10 cm tief. Habe dann ein Filtervlies aufgelegt auf den Boden, damit kein Unkraut oder Wurzeln dort durchwachsen können. Und dann im weiteren Verlauf habe ich dort Pflastersplitt auf das Filtervlies aufgekippt und die oberste Lage seht ihr die etwas gröberen Steinchen. Das ist grober Kies von der Größe 8 bis 16 mm in diesem Fall. Das ist wie gesagt dann die Oberlage. Dort in der Ecke seht ihr noch das Stück Filtervlies, was eben verhindert, dass dort Wurzeln durchwachsen können. Ja, und so habe ich halt das verhindert, dass wenn es doll regnet, irgendwie stehendes Wasser ans Haus gelangt oder sonst was. Und das Regenwasser kann dort richtig schön durch diese Drainageschicht direkt versickern und zieht nicht irgendwie durch Risse, zum Beispiel in das Mauerwerk rein, oder?